Beim Tabellenführer Pustertal geben Stürmer David Link und Trainer Mario Richer ihr Heimdebüt. Der 48-jährige Kanadier wechselte vor 10 Tagen von der Ebel in die italienische Elite-A-Meisterschaft. Nach der 0:4-Schlappe in Cortina feierte Richer am Donnerstag in Sterzing seinen ersten Meisterschaftssieg. David Link kehrt hingegen nach einem Jahr in Nottingham wieder nach Bruneck zurück. Vor 2 Saisonen brachte er es in 48 Meisterschaftsspielen auf 88 Punkte und wurde zum Publikumsliebling der Pustauer Fans. Nicht mehr mit dabei in Bruneck ist hingegen Christian Söderström. Der Schwede hat seinen Vertrag aufgelöst und ist bereits nach Hause geflogen. Außerdem fehlt der langzeitverletzte Lukas Dauber. Die Gäste aus Turi Belice müssen hingegen auf Tyler Maxwell und Slavomir Tomko verzichten. Dafür stehen die beiden Neuen Maris Jass und Ryan McDonagh im Aufgebot. Die erste Aktion des Abends gehört Walpe, doch der Schuss von Strong geht weit daneben vorbei. Auf der Gegenseite spielt Armin Helfer mit diesem Diagonalpass Max Oberach an, der sofort abzieht. Jeff Frazee scheint den Puck unter Kontrolle zu haben, schlänzt ihn aber ins eigene Tor zur 1:0-Führung der Hausherren. Oberauch, der heuer lange wegen einer Schulterverletzung pausieren musste, nimmt das Geschenk gerne an. Noch einmal dieser kuriose Treffer mit der Unachtsamkeit von Frazee und Pustertal liegt nach nur 3 Minuten 1:0 in Führung. Die Schwarz-Gelben setzen nach, besonders mit ihrem Paradeblock Scandella, Link und Oberauch. Julius Scandella spielt Armin Helfer an, der hat aber Pech und trifft nur den Pfosten. Die Aktion läuft weiter, Max Oberauch verliert zuerst die Scheibe, dann der Pass von Link auf Scandella. Frazee wehrt sicher ab. Pustertal dominiert jetzt das Spiel, drückt Valpelic in die eigene Abwehr. Der Distanzschuss von Scandella, Link greift noch dazwischen, Max Oberauch schaltet am schnellsten und erzielt das 2:0 für den 29-jährigen Flügelstürmer, der zweite Treffer des Abends, der 9. in der Meisterschaft. Gespielt waren genau 12 Minuten. Dann wieder Christian Meyer von der blauen Linie, Dennis McCauley vergibt aber allein vor Jeff Frazee. 4 Minuten vor der ersten Drittelpause muss Daniel Glira auf die Strafbank. Weil Belice im Powerplay mit dem Letten Maris Jass, der gegen Ritten am Donnerstag zweimal getroffen hat, diesmal aber die Scheibe an Thomas Erlacher verliert. Der startet sofort zum Konter und kann von Trevor Johnson nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Schiedsrichter Daniel Gamper entscheidet auf Penalty. Erlacher läuft an, verliert aber das Duell mit Frazee. Und so bleibt es nach 20 Minuten beim 2:0 für Pustertal. Die Hausherren mit einer sehr, sehr starken Leistung im Startdrittel. Das Mitteldrittel beginnt mit den Gästen in Unterzahl. Inacak sitzt auf der Strafbank. Bogatello passt zu David Link. Jeff Frazee hält den Schuss des Kanadiers. Gleich darauf muss Link in die Kühlbox. Armin Helfer verliert den Puck. Der Gegenstoß von Brian Inacak, der sich allein vor Oben präsentiert, aber der Schlussmann der Pusterer kann retten. Walpe immer noch im Powerplay. Gary Nunn über Inacak zu Scott Berne. Der schaut auf, sieht Nunn und schon steht es nur mehr 1:2. Für den sehr lauffreudigen 24-jährigen Kanadier ist es der 13. Saisontreffer. Die Pusterer hatten das Spiel schon in der Hand, plötzlich ist es aber wieder ganz offen. Dann der Fehler von Frazee, Link auf McLeod, wieder David Link und diesmal pariert der Torhüter der Gäste. Auf der Gegenseite startet Gary Nunn zum Konter und überlistet Torsteher Oben durch die Beine zum 2:2. Unglaublich, in nur 72 Sekunden gibt Nunn Oben zweimal das Nachsehen und dreht das Spiel. Pustertal gibt eine klare 2:0-Führung aus der Hand und lässt bei Belice zum 2:2 ausgleichen. Und es hätte noch schlimmer kommen können, denn der Schuss von Alex Silber wird abgefälscht, genau auf Patrick Ritzer. Der gebürtige Doblacher zögert aber zu lange und scheitert an Oben. In der 35. Minute spielt David Ling Julius Scandella vor dem Tor an. Ritzer und Frazee können aber gemeinsam klären. 2 Minuten später muss Francesco Di Biasio auf die Strafbank. Die Pusterer in Überzahl mit dem Schuss von Armin Helfer. Frazee kann die Scheibe nicht festhalten und Oberauch staubt zum 3:2 ab. Für die Nummer 6 der dritte Treffer, sein 10. in erst 16 Meisterschaftsspielen. Oberauch scheint jetzt, wo er mit Link und Scandella in einem Block spielt, wieder seinen Torriecher gefunden zu haben. Im Schlussdrittel will Pustertal gleich den Sack zumachen. McLeod zu O'Mara, aber Jeff Frazee passt auf. 9 Minuten vor Spielende tankt sich Andreas Kina auf der linken Seite durch, sein Schuss in die Mitte und schon steht es 3:3. Oben macht hier nicht die beste Figur und kann den eher harmlosen Schuss von Skina nicht festhalten. Für den 20-Jährigen aus Turin ist es das erste Serie A-Tor überhaupt. Noch nie hat er in 89 Meisterschaftsspielen für Valpellice getroffen. Jetzt im 90. Match hat es endlich geklappt.
Pustertal ist angeschlagen, riskiert die Begegnung noch zu verlieren. Inacak schickt Strong, der überspielt Campbell und Greppert, schießt aber übers Tor. Kurz vor Spielende überlässt Oberauch die Scheibe an Giulio Scandella. Und Frese hat jetzt auch noch das Glück des Tüchtigen. Der Puck geht ganz knapp daneben vorbei. So bleibt es nach 60 Minuten beim 3:3 unentschieden. In der Verlängerung haben die Gäste die beste Möglichkeit mit ihrem gefährlichsten Stürmer Gary Nunn. Aber auch er trifft nicht und so muss das Match im Penaltyschießen entschieden werden. Hier legt Gary Nunn vor, schießt seinen dritten Treffer und bringt Valpe in Führung. Max Oberauch gleicht aber postwendend aus. Danach scheitern 5 Valpe-Spieler und 5 Pusterer. Als 13. Spieler tritt Giulio Scandella an. Der Italo-Kanadier macht alles richtig, trifft aber nur den Pfosten. Brian Inacak kann jetzt den Sack zumachen und lässt sich nicht zweimal bitten, weil Belice bezwingt Pustertal nach einem 0:2 Rückstand mit 4:3 Toren im Penaltyschießen. Die Pusterer sind die alleinige Tabellenführung los. Valpe befestigt den 4. Rang und hat nun 5 Punkte Vorsprung auf Cortina. Dadurch, dass wir überzählige Ausländer haben, kämpfen sie alle viel mehr Ausländer und man sieht, wie richtig das Konkurrenz einfach, der Kampf einfach und das, man sieht es halt auf dem Eis, ja. Natürlich hat man gemäß 60 Minuten spielen, nicht? Und das ist halt immer, wenn man 40 Minuten spielen, ist halt mir zu wenig. Und das hat uns sicherlich heute auch gekostet, weil ich denke, dass wir halt sicherlich gewinnen gemäß hätten.